So, weiter geht's. Oh ja, hätten wir einen Safe Point gehabt. Der Anblick einer so netten Stadt erfüllt dich mit Entschlossenheit. Snowden-Stadt gespeichert. Sehr schön. Wir haben genug Geld da, wir können einkaufen gehen. Kiste verwenden. Wir haben nichts. Handschuhe können ablegen. Und rennen in den Laden. Hallo Reisender, wie kann ich helfen? Ein Handschuh, Bandana, Duo-Eis, Zimthase. Okay, wir haben 133 Gold. Kaufen wir erstmal ein Bandana. Und für deinen Einkauf. Und kein Zimthasen. Sehr schön. Ein bisschen Geld behalten wir noch. Nimm dir Zeit. Wir reden noch. Hallo, sagen, was gibt es hier? Stadtgeschichte? Dein Leben. Hi, willkommen in Snowden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein neues Gesicht sah. Und woher kommst du? Aus der Hauptstadt? Du siehst mir nicht nach einem Touristen aus. Bist du alleine hier? Du willst wissen, was man hier in Snowden unternehmen kann? Bei Grillbiss gibt es Essen und die Bibliothek hat jede Menge Informationen. Wenn du müde bist, kannst du dich im Inn ausruhen. Es ist gleich nebenan, meine Schwester leitet es. Und wenn dir langweilig ist, setz dich draußen hin und beobachte diese schrulligen Skelette. Davon gibt es zwei. Ich denke, es sind Brüder. Sie sind hier eines Tages angeblich aufgetaucht. Seitdem ist die Stadt ein gutes Stück interessanter geworden. Denk zurück an die Geschichte, an den Geschichtsunterricht. Vor langer Zeit lebten Monster in Waldruinen. Um es kurz zu fassen, wir haben die Ruinen verlassen und sind zum Höhlenende gewandert. Irgendwann haben ein paar flauschige Gesellen die Kälte gemocht und sich in Snowden niedergelassen. Oh, versuche am besten nicht, die Ruinen zu erforschen. Die Tür ist seit Ewigkeiten verschlossen. Solange du kein Geist bist oder dich unter die Tür gräbst, kannst du es vergessen. Okay. Also werden wir es versuchen. Das Leben ist wie immer ein wenig beengend. Aber wir alle wissen tief im Inneren, dass die Freiheit eines Tages kommt, nicht wahr? Solange wir Hoffnung haben, können wir Tag für Tag jede Schwierigkeit bewältigen. So ist das Leben, nicht wahr? Okay, genug gequatscht. Auf Wiedersehen. Komm, wann immer du willst, wieder. Ein Blick in einer so netten Stadt erfüllt dich mit. Mit irgendwas. Oh, Hallöchen. Da meine Couch, nee, das ist ein Kissen. Tut mir leid. Mama sagt, dass Schlaf dein HP über das Maximum erhöhen kann. Was sind die maximalen HP? Na dann. Willkommen im Snowden. Snowdens Premium Hotel. Eine Nacht kostet 80 Gold. Aber noch genug Geld. Du hast nicht mal einmal 80 Gold. Oh, du armes Ding. Was musst du wohl nur alles durchstehen? Dann ist der obere Zimmer leer. Du kannst hier gratis übernachten. In Ordnung. Okay. Da wird ordentlich geschnarcht. Okay. Hey du, sieht aus, als hättest du gut geschlafen. Das ist unglaublich, denn du warst da oben etwa 2 Minuten. Komm, wann immer du müde bist.
Hochgehen können wir nicht. Okay. Sehr schön. Oha. Eine Abkürzung. Das wollen wir hier nicht skippen. Nein, wir wollen uns Snowden angucken. Möchtest du nicht zur anderen Seite der Stadt laufen? Probiere die Unterschneetunnel. Sie stehen immer offen. Aha. Diese Frau da drüben. Etwas an ihr verstört mich. Welche Frau da drüben? Ist mein kleiner Zimtstern nicht total süß? Banz Banz ist so putzig. Hihi. Okay. Ein paar gemeine Kinder haben ein Monster gestört, dem sie seine Hörner schmückten. Also gaben wir dem Monster Geschenke, damit es sich besser fühlt. Jetzt ist es eine Tradition, Geschenke unter den Baum zu legen. Aha. Ein sorgfältig dekorierter Baum. Einige dieser Geschenke kommen von Santa und sind an diverse Personen adressiert. Nochmal dasselbe. Junge, bist du auch ein Kind, nicht wahr? Dein gestreiftes T-Shirt verrät dich. Okay. Ich frage mich, ob dieses komische Skelett ein Kind oder ein Erwachsener ist. Okay. Diese Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es ein Problem gibt, erzählt ein Skelett in der Fischfrau davon. Das ist Politik. Oh, ein Kaffee. Wir haben zwar unser ganzes Geld schon im Shop ausgegeben, aber gehen wir hier rein. Oh, die schon wieder. Ach, Schande. Wir sind Wachleute, werden aber kaum respektiert. Ich wünschte, die Skelette würden uns einen Knochen zuwerfen. Wir lieben Knochen. Okay, das hatten wir schon. Wir haben leider keinen Knochen mit dabei. Ich dachte, ich könnte mir einen Stachelhalsband zulegen, um mein Profil zu schärfen. Es sagte so etwas aus wie: Nimm mich an die Leine und geh mit mir Gassi. Ah. Okay, und der Barista ist eine Flamme. Er brennt für seinen Job. Egal wohin ich gehe, immer dasselbe Menü, immer dieselben Leute. Hilfe, ich möchte neue Drinks und heiße Kerle. Okay. Ich denke, der Barkeeper ist schon ziemlich heiß. Achso, ich verdiene nicht in den Hasen. Ist menschliches Essen nicht anders als unser Essen? Es macht so komische Sachen, wie zum Beispiel Verderben. Und wenn du es isst, geht es durch deinen ganzen Körper. Widerlich. Ich würde gerne etwas probieren. Aha. Die Hauptstadt wird immer voller. Es ziehen mehr Leute hierher. Ich möchte nicht die Regionalkultur spinnen sehen. Aber ich würde zu gerne sehen, wie diese Großstadthelden Fuß fassen wollen. Jukebox. Jukebox ist kaputt. Aha. Aha. Faszinierend. Diese Hunde sind Teil der Königsgarde, eine Elitengruppe, die von Undyne angeführt wird. Sie ist unfreundlich laut und legt sich mit jedem an, der ihr im Weg steht. Kein Wunder, dass alle Kinder wie sie sein wollen, wenn sie größer werden. Steht da nochmal dasselbe? Ich habe heute schon ein paar Sprüche für die Frauen bereitgelegt. Jemand erzählte mir, dass noch viele Fische geangelt werden können. Naja, das habe ich mir zur Brust genommen. Ich werde wirklich mit einem Fisch ausgehen. Er spielt Poker gegen sich selbst.
es scheint zu verlieren. Poker spielen Hunde. Ja, ein Klassiker. Hallo Barista. Grilby meint, dass er dir ein Glas Wasser geben würde, aber er rührt das Zeug nicht an. Verständlich. Alle lachen die ganze Zeit und reißen Witze, um die aktuellen Krisen zu vergessen. Tristheit, Engstände, zu wenig Sonnenlicht. Ich würde es ihnen gleich tun, aber ich bin einfach nicht besonders witzig. Wir wissen alle, dass es im Untergrund Probleme gibt, aber wir lächeln dennoch. Warum? Wir können eh nichts ändern, also warum sollte man so grießcremig sein? Aha. Okay, was haben wir hier? Lass uns Monster und Menschen spielen! Aha. Ein Stein mit einem Schnauzbart? Ich muss nicht schon wieder den Menschen spielen, oder doch? Oh, alles ist jung war, schien die Welt wahrlich grenzenlos zu sein. Eine Steinfamilie. Aha. Der Wolf schmeißt Eis in den Bach. Okay. Oder ist das ein Bär? Ein Bär, der Eis in den Bach wirft. Und das ist ein Eiswerfbär. Ah, ein tolles Klopfen. Wenn ich nicht antworte, höre ich es vielleicht nochmal. Ah, meine Geduld hat mich belohnt. Ah. Oh. Okay, der mag es einfach nur klopfen hören. Jetzt wird nochmal klingeln. Alles klar. Okay, hier gibt es nicht viel zu sehen. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek. Ja. Willkommen in der Bibliothek. Ja, wir wissen Bescheid. Das Schild ist falsch. Dieser Blick. Du bist jemand, der Probleme mit Kreuzworträtseln hat, nicht wahr? Ich liebe es, in der Zeitung zu arbeiten. Es gibt so wenig zu melden, dass wir alles mit Comics und Spielen füllen. Aha. Als ich jünger war, gaben mir meine Lehrer Wurzsuchen, wenn ihnen die Aufgaben ausgingen. Ich dachte, es wäre Zeitverschwendung, aber sie gibt mich jetzt an. Ich bin die Nummer 1 im Erstellen von Wurzsuchen. Ah ja. Liebe, Hoffnung, Mitgefühl. Daraus sind Monsterseelen gemacht. Aber die Urnatur von Seelen ist unbekannt. Die Menschen haben bewiesen, dass ihre Seelen diese Dinge nicht brauchen. Monstergeschichte Teil 4. Ohne längere Angst vor der Menschen zu haben, verließen wir die alte Stadt zu Hause. Wir überstanden Eiskälte und kochende Hitze, bis wir unsere neue Hauptstadt erreichten, mit dem Namen Neues Zuhause. Wie immer hat es unser König nicht so mit Namen. Weil Monster aus Magie bestehen, ist ihre Seele auf den Körper abgestimmt. Wenn ein Monster nicht kämpfen möchte, ist seine Verteidigung geschwächt. Und je bösartiger die Intentionen des Gegners sind, desto mehr Schaden nehmen wir. Eine mächtige Seele mit dem Verlangen zu töten würde also... beenden wir das Kapitel hier. Hier bin ich und schreibe dieses Buch. Eine Person kommt und nimmt das Buch. Sie fängt an zu lesen. Oh, entschuldige, ich schreibe noch daran. Okay. Monster bestehen größtenteils aus Magie, während Menschen fast nur aus Wasser bestehen. Die physische Form von Menschen ist wesentlich stärker als unsere. Aber sie werden niemals die Freude
verspüren, sich mit Magie auszudrücken. Sie werden niemals eine Geschossmusterkarte erhalten. Der Bericht eines Schülers über Monsterbeerdigungen. Monsterbeerdigungen sind einfach super cool. Wenn Monster alt werden und sterben, werden sie zu Staub. An Beerdigungen nehmen wir den Staub und streuen ihn über das Lieblingsobjekt der Person, damit ihre Essenz darin weiterleben kann. Ist das Minimum schon erreicht? Ich will nicht mehr schreiben. Ja, großartig. Na dann, wollen wir mal eine Bibliothek. Okay. Zwei Briefkästen. Ein Briefkasten voller ungelesener Briefe. Der Briefkasten ist mit Papyrus beschriftet. Hineinschauen. Er ist leer. Papyrus kriegt absolut keine Briefe. Und Zerns kriegt jede Menge Briefe. Aber gibt einen Fick drauf. Abgeschlossen. Okay. Wir kommen wieder zurück. Und nochmal das Dorf laufen. Juhu. Nochmal an Gribis vorbei. Eine Bibliothek. So, was läuft hier? Von innen verschlossen. Ah, okay. Das ist schon ein bisschen Eis. Oha. Ich sehe nichts mehr. Oh. Ein Papyrusschatten. Mensch! Ich muss dich über komplexe Gefühle aufklären. Gefühle wie Freude, einen Pasta-Fan zu begegnen. Weggrund für das Geschick beim Lösen von Rätseln. Das Verlangen, dass eine coole, intelligente Person dich cool findet. Diese Gefühle. Genau das musst du auch gerade fühlen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Immerhin bin ich eine großartige Person. Ich frage mich nie, wie es ist, viele Freunde zu haben. Ich habe Mitleid, einsame Menschen. Sorge dich nicht, du sollst nicht länger einsam sein. Ich, der große Pilos, wende dein. Nein. Nein, das ist alles falsch. Ich kann nicht dein Freund sein. Du bist ein Mensch. Ich muss dich fangen. Dann wird mein lebensnaher Traum endlich wahr. Mächtig, berühmt, angenehm. Das ist Papyrus. Das neueste Mitglied der Königsgarde. Oh, Papyrus blockiert den Pfad. Wir werden ihn jetzt nicht bekämpfen. Flirten. Was? Flirten? Zeigst endlich deine ultimativen Gefühle? Naja, ich bin ein Skelett mit hohen Prinzipien. Oh nein, du erfüllst all meine Standards. Das bedeutet wohl, ich habe ein Date mit dir. Wir haben unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Okay. Das war ja schwer. Papyrus denkt darüber nach, was er zu seinem Date anziehen soll. Oh nein! Wir haben unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Ja. Papyrus denkt darüber nach, was er für sein Date tragen soll. Flirzt uneffekt Taten und Scheiden für diesen zu verändern. Wir haben unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Ja. Papyrus dupft Bohnenkolon hinter seinem Ohr. Kämpft also nicht. Lass mal sehen, ob du meiner blauen Attacke widerstehst. Easy. V-
Verdammt. Was hüpfen? Du bist jetzt blau. Zu viel getrunken oder was? Das ist mein Angriff. Du bist jetzt blau. Okay. Du bist zu beschäftigt mit Kämpfen, um zurückzuführen. Unser Date später, nachdem ich dich gefangen habe. Loris tupft mit Bischi-Creme hinter sein Ohr. Okay. Nee, Bruder. Was, ich denke nicht an die Sache mit dem Dreh. Mandana. Nicht Bandana, sondern zum Hase. Verdammt. Kann ich nicht. Okay, bitte Game Over. Also, wenn der ausgerüstet. Was? Spezialangriff. Game Over. Meine berühmte Zeit schon fühlen. Nein. Du bist schwach. Ich konnte dich einfach fangen. Ja. Und nun? Ich bringe dich jetzt in die Fangzone. Oder wie Sans. Wie Sans es nennt. Unsere Garage. Du bist jetzt in der Hundehütte. Okay. Gefangen. Es ist ein quietschendes Kauspielzeug. Es ist eine Notiz von Papyrus. Entschuldige, bis an deinen kommt, muss ich dich ins Kistezimmer sperren. Mach es dir einfach gemütlich. Erfrischung und Unterkunft wurde bereitgestellt. Nicht dein Papyrus. Unglücklicherweise nur Trockenfutter. Zu klein, um darauf zu schlafen. Er hat sich mal wieder mit den Abständen verschätzt. Ja. Von innen verschlossen. Okay. Ist er jetzt gleich wieder da, oder was? Ach nee, nicht schon wieder. Oh, wo ist der Mensch? Nur hingelaufen. Warte, er steht genau vor mir. Hallo, ich dachte schon, du wärst weg. Was für eine Erleichterung, dass du da bist. Warte eine Sekunde, du sollst gar nicht abhauen. Komm zurück. Oh nein. Schon wieder. Papyrus ist zu beschäftigt mit Kämpfen, um zurückzuführen. Und dann später, nachdem ich gefangen habe. Oh nein. Ich kann das noch nicht. Ich kann das. Bin noch ungeübt. Das ist mein Hochknopf. Ja gut, gedrückt halten. Papyrus denkt darum nach, was er für sein Date kochen soll. Also ich denke nicht an die Sache mit dem Date. Verdammt. Halt hoch,
länger, um höher zu springen. Jupp, ich bemühe mich. Du legst den Verband wieder an. Nur noch schwämig. 10 HP generiert. Ja. Nachsam bist drauf. Ich kann meine Blutheit schon fühlen. Puh. Anime, Bruder. Aber du bist Anführer der Königsgarde. Na komm, das muss doch schaffbar sein. Oha. Mist. Du bist vielleicht vorher ausgebrochen. Aber diesmal habe ich deine Einrichtung verbessert. Du wirst nicht nur gefangen sein, sondern du wirst nicht mal gehen können. Ich muss nicht rein. Aha. Okay, wie oft muss das hier noch passieren? Wieder zurück? Was? Ich denke, das war mein Fehler. Ich habe dir gesagt, ich würde Spaghetti kochen. Es ist nun natürlich, dass du mich sehen möchtest. Mit der Hoffnung, dass ich dir Spaghetti koche. Ja, ich verstehe. Du bist, ist auch hungrig. Hungrig nach Gerechtigkeit. Los, blockiert den Pfad. Nein, wir kämpfen nicht. Ich frage mich, was das, was ich tragen soll. So, ausweichen. Ausweichübungen. Was jetzt hier aushalten. Verwirrst Duft, Boden, Kohlen und das andere. Ja, wow. Sonst glänzt. Das geht aber wohl. Soße. Ich kann mich gut ganz schön fühlen. Stoff mit Büschelcreme hinter den Ohren. Und vor der Königsgarde. Das ist doch nicht zu schaffen, oder? Er spielt unser Spaghetti. Nein! Du bist hartnäckig. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin der hartnäckigste. Du denkst, dass du hartnäckiger bist. Dann ist das falsch. Grammatikalisch falsch. Denn die korrekte Form wäre nicht so hartnäckig wie der Papyrus der Hochgesichtste. Ich hoffe, dir hat diese Übung gefallen. Ach, Dreck. Und nochmal. Ja, bringt nichts, wir müssen wahrscheinlich gegen ihn kämpfen und gewinnen. Du bist wieder zurück. Ich kenne endlich den wahren Grund, warum du vermisst es einfach, mich zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich dich gegen deswegen noch bekämpfen will. Und langsam werde ich müde von dem Fangen. Papyrus bekämpfen? Nö, in Ordnung. Dann akzeptiere ich wohl meine Niederlage. Oh, okay. Nicht mal jemanden schwachen wirklich kann ich stoppen. Andein wird so enttäuscht von mir sein. Ich werde nie der Königsgarde beitreten und ja,
kannst sagen, meine Freunde wird immer gleich bleiben. Was möchtest du sagen? Wirklich? Du möchtest mein Freund sein? Na gut. Ich denke, ich kann es akzeptieren. Wow, wir hatten noch nicht mal unser Date. Und schon bin ich in der Friendzone gelandet. Und wer hätte gedacht, dass man für Freunde nur schlimme Rätsel stellen muss und dann kämpft. Du hast mir viel beigebracht, Mensch. Hiermit gebe ich dir die Erlaubnis weiterzugehen. Und ich beschreibe dir den Weg zur Oberfläche. Geh weiter, bis du das Hühnchen erreichst. Wenn du in der Hauptstadt bist, komm mit die Barriere. Das magische Siegel, das uns alle entsperrt. Vieles kommt dadurch, aber niemand kehrt wieder. Außer jemand mit einer mächtigen Seele. Wie zum Beispiel du. Darum braucht der König einen Menschen. Er möchte die Barriere mit Seelenkraft öffnen. Dann können wir Monster wieder zurück in die Oberfläche. Oh, bevor ich es vergesse. Um den Ausgang zu erreichen, musst du durch das Königsschloss. Der König aller Monster. Er ist, naja, ein großer, flauschiger Schwächling. Jeder liebt ihn. Ich bin mir sicher. Wenn du einfach sagst, entschuldige sie, Herr Dremo, darf ich nach Hause? Fühlt er dich bestimmt direkt zur Barriere. Wie auch immer, genug geredet. Ich bin zu Hause und werde ein cooler Freund sein. Komm doch für unser Date vorbei.